Hallo zusammen bei MoviePost. Heute geht's in einer Short Review um das Action-Fantasy-Abenteuer The Great Wall, den es auch am Ende zu gewinnen gibt. Viel Spaß! Ich wurde zum Kämpfen geboren. Ich kämpfte aus Habgier und für die Götter. Doch dies ist der erste Krieg, für den es sich zu kämpfen lohnt. The Great Wall ist ein Action-Fantasy-Abenteuer, das ab 12 Jahren freigegeben ist und 99 Minuten läuft. Der Film ist im Januar diesen Jahres erschienen und kommt aus den USA und China. Die Hauptdarsteller sind Matt Damon, Tian Jing, Pedro Pascal und Willem Dafoe. Jimo Sung hat bei diesem Projekt Regie geführt. Ich habe den Film im Kino verpasst, aber ich fand die Idee ganz nett, wofür die chinesische Mauer tatsächlich gebaut wurde. Deshalb wollte ich ihn mir auf DVD eben mal anschauen, um einfache Unterhaltung zu genießen. Das habe ich auch gemacht und genau das erhält man auch. Die Story ist super platt, sie fokussiert sich fast nur auf die Action und die Effekte sind gerade noch annehmbar. Was mich aber am Film stört, sind die mittelmäßigen schauspielerischen Leistungen. Die sind eher schwach, weil die Charakterisierung der Figuren es einfach nicht zulässt. Zum Beispiel ist Willem Dafoe in seiner typischen Rolle als Bösewicht zu sehen. Mein größter Kritikpunkt aber sind die Kostüme, und zwar die der chinesischen Streitmacht. Die sind lächerlich. Eigentlich ernstzunehmende Generäle werden hier in bunten Rüstungen dargestellt, was für mich gar nicht funktioniert, weil eigentlich unterstütze ich ja Versuche, die asiatische Kultur dem westlichen Publikum näher zu bringen. Aber wenn man wie hier wohl historisch offensichtliche Aspekte wie bei der Kleidung verändert, dann klappt das einfach nicht. Um den Nachhinein bin ich echt erleichtert, The Great Wall nicht im Kino gesehen zu haben. Denn der Film ist sehr einfache und zum Glück Kurzunterhaltung, die einem nicht lange im Gedächtnis bleibt, wodurch er 5 von 10 Punkten wegen dem ganz guten Soundtrack, der mich an den von Avatar, Aufbruch nach Pandora erinnert. Also wer einen Film mit exzellenter Action, gutem Schauspiel von weltbekannten Schauspielgrößen wie Matt Damon oder Willem Dafoe in einer durchdachten Geschichte erwartet, wird hierbei auf alle Fälle enttäuscht. Wer aber ein schnelles Fantasy-Abenteuer mit einer losen Geschichte und mittelmäßiger Action gucken möchte, der kann sich den Film ruhig anschauen. Und wer sich damit angesprochen fühlt oder jemand kennt, der den Film mögen würde, der sollte unbedingt bei meinem Gewinnspiel mitmachen, wobei es nämlich einmal The Great Wall auf DVD zu gewinnen gibt. Dafür musst du nur MoviePost abonnieren, dieser Short Review einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar schreiben, in dem du mir sagst, warum du den Film gewinnen möchtest. Unter den Teilnehmern werde ich den Gewinner bis zum 6. August auslosen und anschreiben, damit ich ihm den Film kostenlos zusenden kann. Wir sind tausende von Meilen gereist, auf der Suche nach einer Waffe, die mächtiger ist als alle, die wir kennen. Wieso seid ihr hier? Wir wollen mit euch handeln. Ihr lügt. Ihr seid Diebe. Es gibt vieles, das ihr noch nicht gesehen habt. Die große Mauer ist die einzige Barriere, die Welt beschützen kann. Heilige Mutter Gottes. Was wollen die?
Fressen. Sie wurden ihr Leben lang für diesen Krieg ausgebildet. Lasst mich an eurer Seite kämpfen. Damit habt ihr den Tod gewählt. Dann viel Glück. Bleib und kämpfe. Denkst du, die halten dich für einen Helden? Ich kämpfte aus Habgier. Und für die Götter. Doch dies ist der erste Krieg, für den es sich zu kämpfen lohnt. Falls dir meine Short Review zu The Great Wall gefallen hat und du beim Gewinnspiel mitmachen möchtest, dann gib diesem Video einen Daumen nach oben, abonnier diesen Kanal, indem du auf das Moviepost-Logo drückst, und wenn du ein letztes Video von mir sehen möchtest, und zwar zu Bob der Streuner, dann klick auf Bob der Streuner, und falls du ein anderes Video von mir sehen möchtest, dann kommst du auch dahin, wenn du da drauf klickst. Und abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr habt schöne Sommerferien und ihr seid beim nächsten Video vom Moviepost wieder dabei.